Willkommen, liebe Freunde, zurück bei Valheim in unseren wikingianischen Wäldchen, Örtchen der 10. Welt, ganz wie ihr es wollt, in unserem RPG-Survival-Spielchen. Ist das überhaupt RPG-Survival? Ich glaube schon. Ich klicke auf Spiel starten, den guten Thorwald, den wir hier sehen, den kennt ihr ja schon, jetzt mit blauer Leggings übrigens. Und, stellen wir das Passwort ein. Wir betreten natürlich direkt die Welt. Wir hatten heute etwas vor. Ja, und zwar in der Hinsicht, dass wir ein kleines Bötchen bauen wollten, ein Raft. Es ist keine gute Idee, bei Nacht einen kleinen Ausflug zu unternehmen. Oh. I have arrived. I will survive. Okay. Wir sind wieder hier. So, Essen ist noch gut drin. Lass mal wieder reinkommen. So, unseren Knüppel, den kennen wir schon. Mit Schild, alles klar. Da hinten haben wir auch schon unseren ersten Gegner. Den hole ich mir mal eben. Einfach um wieder ein bisschen reinzukommen. Komm mal her, Kumpel. Gut, ist jetzt nicht wirklich weltbewegender Kampf gewesen. Ja, wenn wir also ein Floß bauen möchten. Ich meine, hier ist das Meer. Sollten wir vielleicht damit anfangen, dass wir erst einmal so etwas wie ein Steg bauen sollten. Achso, by the way, eine Sache würde ich ganz gerne nochmal machen. Wir können ja das Moped hier wieder abreißen und einfach den Kohlemeier dahin bauen, weil wir 1:1 die Ressourcen wieder bekommen. Dachte ich mir irgendwie so zwischen den Aufnahmesessions mal. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wo war das denn? Hier Kohlemeier. Kohlemeiler. So, den können wir hier so ein bisschen in die Luft setzen. Ihn vielleicht so drehen, dass wir den von hier bedienen können. Ich mach das mal so. Ja, das ist eigentlich okay. So, hinzufügen Wood. Das kann im Weg verarbeitet werden können. Achso, wir haben ja jetzt die Sachen drin. Stimmt ja. Das Gelände ist hier noch nicht so optimal, ne? So, und wir müssten hier die Sachen drin haben. Genau, 25. Ich nehme das mal mit. Und dann machen wir einfach schon mal ein bisschen Kohle, weil wir können ja schon mal ein bisschen produzieren. So, wir haben jetzt einfach mal 25 Kohle reingeworfen. So, wo kommt denn das hinterher raus? Ach, der spuckt das hier einfach aus. Neues Material, Kohle. Ich kann jetzt Schilder bauen. Das ist schön. Ein Klumpen Kohle. Okay. Und ich würde vielleicht hier hinterm Haus würde ich dann ganz gern dann einen Steg bauen. Dafür muss ich wahrscheinlich erstmal wieder eine Werkbank hier hinsetzen, weil die Werkbank, die wir hier haben, reicht wahrscheinlich nicht. Nicht wirklich. Gut, dann holen wir uns nochmal ein kleines bisschen mehr Holz. Nehmen wir das nochmal direkt mit. Ein bisschen haben wir ja noch. Huch. Achso, und ich kann den einen Harz nochmal eben abschmeißen. Okay. Gut, die Werkbank können wir hinterher wieder abreißen, aber ansonsten können wir hier halt nicht bauen, das ist eben das Problem. Werkbank. Und dann bauen, gibt es denn so etwas wie einen Landungssteg? Nicht wirklich, ne? Den muss ich selber bauen, aus Holzboden und meinetwegen solchen Säulen.
Ernsthaft. Warum hat er ein Ausrufezeichen? Warum hat dieser Grayling ein Ausrufezeichen über sich? Habe ich irgendwas in den Patch Notes verpasst? So, also, wir waren beim Steg. Ich würde sagen, ich mache mal. So. Da setzen wir dann einen Holzboden drauf. Ja, okay. Sieht jetzt nicht so schick aus. Den muss ich sowieso nochmal wegmachen. So. Obwohl, ne, das sieht irgendwie beides kacke aus. Ja. Wie kann ich sowas am besten bauen? Ich wünschte, es gäbe einfach so einen vordefinierten Steg. Den wir hätten. Ich könnte vielleicht hier einfach eine Holzwand bauen. So. Zwischendurch dann nochmal so ein paar von den Balken hier. Ich glaube, so mache ich das richtig, oder? Ich will den doch einfach nur drunter bauen, verdammt nochmal. So, ich glaube, so sollte es richtig sein. Toll. Also wie gesagt, das Baudingens ist noch ein bisschen... Naja. So, wenn ich jetzt wieder... Toll. Das klappt hervorragend. Verbessert Springen. Das ist schon besser. Ja. Ich glaube, ich muss morgen weitermachen. Ich will wenigstens noch diese eine Stütze hier setzen. Weil ich sehe nämlich nichts mehr. Kann ich hier nicht sogar den großen hinsetzen?
Bin ich, ne? Okay, dann so. Gut. Achso, und wir müssen natürlich noch eine Treppe hier hinbauen. Okay. Die Wand hier würde ich gerne wegmachen. Dafür kann ich hier nochmal die Holzbalken hinsetzen. Irgendwie. So. Ich hatte nämlich das Gefühl, wenn ich jetzt die Wand wegmache, wird irgendwas anderes auch einstürzen. So, ich glaube, das müsste eigentlich halten. Ja, das wird doch was. Ist die Frage nur, wie ich hier dran anbauen kann. Ich kann da nicht einfach. Das Bauen ist echt so ein bisschen. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich bin so hoch konzentriert gerade eigentlich. So. Also das mit dem Wellengang ist natürlich echt eine schöne Sache, ne? Aber... für mich gerade auch eigentlich ein bisschen kontraproduktiv. Mein Gott, ey. Dass das nicht einfach drunter bauen kann, ne? Das verstehe ich echt nicht. Ah. So scheint es zu gehen. Ja. Okay. Gut. Es ist jetzt natürlich nicht der mustergültige Steg, den wir hier haben. Aber besser als nichts. Wahrscheinlich ist er viel zu hoch. Dann kann die Werkbank hier nämlich wieder weg. Und das nächste, was wir bauen, ist dann nämlich ein Raft. 20 Holz, 6 Lederschnipsel und 6 Harz. Achso, wir sollten was essen. So. Okay, können wir hier nochmal ein bisschen Restholz kommt hier rein. Ansonsten haben wir auch kein Holz mehr. Nee, nein.
Ja, und bis zum nächsten Morgen können wir uns dann ja eigentlich nochmal hinlegen. Du brauchst ein Feuer in der Nähe. Ernsthaft. Ich habe kein Holz. Es könnte alles so einfach sein. So. Jetzt aber. Ob der jetzt wohl die Nacht durchproduziert? Klingt auf jeden Fall so. Da sind auch noch zwei Kohle hingefallen. Okay. Ja, dann müssen wir erstmal noch mal ein bisschen Holz sammeln. Okay, wahrscheinlich bedeutet das einfach nur aufgeschreckt, dass dieses rote Ausrufezeichen oder auf mich aufmerksam, irgendwie sowas. Immer noch keine Ahnung, wie man Holz pflanzt. Das stand übrigens auch nicht im Internet. Ich habe nichts gefunden diesbezüglich. So, die Himbeeren, die brauche ich rein theoretisch gar nicht mehr. So. Ich muss jetzt gerade mal so ein paar kleine Bäume hier wegmachen. Aber so kriegen wir ja auch Holz. Ist das Floß gar nicht mal so schwer zu bauen tatsächlich. Achso, ein Stumpf natürlich. Alles ist wertvolles Holz. Wir haben 0 Schadenspunkte bekommen. Interessant. So. Klar. Wie viel können wir eigentlich tragen im Moment? 225 von 300. Okay, dann sammeln wir nochmal so viel, bis wir voll sind. So. Ja, 72. Geht noch ein bisschen. So, 93. 299. Alles klar. So, dann sind wir voll. Wie viel Holz haben wir jetzt überhaupt? 112 ist okay. Kann ich nochmal ein kleines bisschen in die Kiste reinlegen. Müssen wir noch ein bisschen Platz drin haben. So. Und wir brauchen dann noch 6 Harz. Das haben wir auf jeden Fall. 8... 10, 6 und 6 Lederschnipsel. Wo hatten wir die denn nochmal? Hier.
So. Da müssen wir alles zusammen haben. So, wie fahre ich das Ding jetzt? Zu weit. Festhalten. Wow. Wie läuft das jetzt? Kann ich das schieben? Ich meine, wie komme ich da denn wieder hoch? Nein, du sollst ja nicht gegenboxen. Ich möchte das zurück an Land schieben. Sag mal, was ist das denn für ein Jonas? Wir schwimmen über Wasser und er ertrinkt. Okay. Also auf ein neues. Wir müssen es ein bisschen drehen. Und dann wieder anstupsen. Das Ausdauer wieder auftanken. Also wenn wir mal im Meer sind und dann ins Wasser fallen, haben wir verloren, ne? Also wir können nicht wieder auf unser Floß hochklettern. Das ist ein bisschen blöd. Und ja, unser Steg ist ein bisschen zu hoch. Aber geht schon. Ich versuche gerade erstmal überhaupt mit dem Floß klar zu kommen. So, wir sind hoch. Benutze Ruder. Okay, so kann ich fahren. Halt. Oh. Nun gut, also, ja, aller Anfang ist schwer. Der Typ kommt hier wieder nicht hoch. Na, herrlich. Wir lassen das dann mal kurz liegen. Segel sind eingefahren. Was brauche ich denn noch, wenn ich damit jetzt fahre? Also wir sollten generell losfahren, wenn es wieder hell draußen ist. Eigentlich brauche ich gar nichts, weil wir können uns alles so weit holen. Ich kann bestimmt Sachen hier reinpacken. Ja gut, ein bisschen Holz können wir sonst mitnehmen. Holz werden wir schon immer irgendwie gebrauchen können. Zum Beispiel, wenn wir eine Werkbank bauen. Was wir aber machen sollten, ist unsere Sachen nochmal alle wieder reparieren. So. Ja, und ich würde dann halt am nächsten Tag losfahren. Auf zu Übersee. Weil jetzt ist natürlich hier, wir sehen schon die ersten Sterne, die Sonne geht irgendwo unter. Ich weiß gerade gar nicht genau wo. Und dann werden wir in neue Gefilde aufbrechen. Wir versuchen zumindest.
und fertiges Haus. Es ist viel zu groß gebaut. Also, ich bin andere Dimensionen gewöhnt in Spielen. Ich hätte lieber so ein kleines Unterschlupf, kleinen Unterschlupf nehmen sollen. Du kannst um diese Zeit nicht schlafen. Okay. Müssen wir nochmal warten. Laufen hier vielleicht noch ein paar Rehe rum, die ich gerade schießen kann? Was ist denn das da hinten? Das ist ein Wildschwein. So. Klumpen Harz. Ah, was sehe ich denn da? Schade. Ich habe das mit dem Ziel noch nicht so genau raus. So. Okay, den kriegen wir nicht mehr, der ist zu schnell. Der rennt halt die ganze Zeit zickzack. Achso, ich kann die Pfeile ja auch zurückhalten. Muss ich nicht immer verschießen und verschwenden. Haben wir denn sonst noch irgendwo hier? Hier vorne sind meistens immer noch Rehe. Wie sieht es mit Essen aus? Ne? Wir haben nicht mehr ganz so viele Neckschwänze. Das Rehe. Eins haben wir immerhin. Huch. Kommt der denn her? Bin ich gesehen. Gut. Ich das anhört, sind sie noch irgendwo. Ah! Essen, wie ich sehe. Sind hier noch irgendwo welche? Ich sehe die hier immer zwischen den ganzen Grasgedönsel nicht. Aber ich höre welche. Gut. Sei es drum. Vielleicht ist das auch einfach im Soundsample drin, das kann natürlich auch sein. Weiß nicht, warum ich diesen Ast mitgenommen habe. So. Ja, dann würde ich sagen, wir können uns hier nochmal das Essen, was wir bekommen haben, einmal machen. Wie haben wir denn überhaupt? Ach, das war alles schon. Ah ne, wir haben ja noch einen nächsten Schwanz, okay. Noch ein bisschen Proviant für unterwegs. Kurz reparieren. Ja, ich komme schon. So. Dann packen wir nochmal eben den Rest hier weg, den wir gesammelt haben. Und dann haben wir es. Okay, wir haben jetzt genau 50 wieder.
Okay, mittlerweile können wir schlafen. Das ist gut.